die verlieren ja alle ihre Eier. Moment! Oh, warte doch mal, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Ja, aber zu welchem Schiff? Eine fliegt. Ja, das Fliegeboot da. Ja, welches fliegt denn noch? Der Seefolge kann fliegen. Was heißt denn die das? Die Elbe 3, die fliegt. Wie heißt das denn? Das ist ein Schnellboot. Wie heißt das Boot denn? Das heißt? Halt mal! Nee, nix halt mal. Der die hat doch selber Elbe was. Fließt. Das also ist die richtig. Elbe 3. Ja. Wir können doch auch Leute fragen. Das ist richtig. Die Elbe 3 hin. Sven, halt, stopp, stopp, stopp. Sven. Ihr müsst nicht so rasen. Ihr habt jetzt schon das Rätsel gelöst. Ihr wollt also zur Elbe 3, aber wir müssen das ganze Rätsel lösen. Ja, zwei Fliegen. Ja, zwei Fliegen. Den Seefalken haben wir. Und dieses habt ihr auch gesagt. Wie heißt das denn, das Schiff hier? Können wir denn noch Leute fragen? Wir können doch Leute fragen. Ja, klar. Da steht doch da ein Schild dran, oder nicht? Ich steht doch bestimmt irgendwo am Schiff. Ja, Lydia, komm. Schnell. Und dann steht er noch vor einem Fliegmann. Von dem Stier hier, das Stier. Das ist richtig, der Stier. Also jetzt braucht ihr nur noch den zweiten Flieger haben. Der da hinten. Den zweiten Flieger. Moment, der fliegt. Der fliegt nicht. Wie das heißt ist das ein Tragflächenboot, aber das fliegt. Warten mal auf die Mädchen. Oh nein, das ist das Ding. Das ist die Kranich. Ha, danke, das reicht. Kranich. Was ist das? Da ist der Kranich. Meine Eier. Kranich. Kranich, hast du gesagt. Richtig. Ja, und jetzt eine fließt, das war? Die Elbe! Also nichts wie hin. Zur Elbe. Aber passt ein bisschen besser auf eure Eier auf. Ihr habt ja, ja schon so ich viele. Ich habe meine Güte. Ah! Ja! Oh Gott, ein Spiel zu bösen Tag. Das ist ja vielleicht ein Eier. Hey! Nicht mehr aufpassen! Oh, das geht ja alles gar nicht. Oh, Moment, du musst mitkommen. Alle rein! Schnell, nein! Alle! Die Zeit steht! Ja. Gut, pass auf, jetzt kriegt ihr natürlich dafür, dass ihr das geschafft habt. Zehn Punkte. Zehn Punkte, damit alle das besser sehen können, mache ich die jetzt hier der Birgit hinten auf den Rücken. Hier gibt, es nämlich außerhalb, hier gibt es außerhalb der Spielzeit noch was für uns zu tun. Also darauf, aufs Boot. Dürfen wir dann fahren? Dürfen wir da Eier rösten, oder was? Schon, ja, komm mal an Bord. Habt ihr uns noch mitgebracht? Vorsichtig. Kommt mal mit, stellt sie ab. Hier, der kommt. Das ist nicht so viel mit den Eiern. Huch, Herr Kapitän. Hier drauf und da drauf, stellt sie ab. Da ist ja gar nichts übrig geblieben. Sollen wir wohl nicht kochen, wa? Aber sicher nicht. Oh nein! Und zwar du nicht, aber er muss kochen. Du stellst sie ab. Kannst du das? Soll ich das nicht lieber machen? Soll ich aufschlagen? Ich kann Spiegeleier machen. Darf ich die nicht machen? Na, Sven, nein, ja, genau. Ihr müsst raus. Am Schiff gibt's Arbeit. Oh nein! Oh nein. Nicht an der Klappe. Was hast du für Eier mitgebracht? Das Ton ist das. Richtig. Das geht nicht. Weiter. Das ist richtig. Koch mal. Ausbord müsst ihr mal. Und dann... Genau. Und einer da ich. Ja, ich also wer denn jetzt? Ich. Och, Mensch, gut, ich will auch. Schon passiert. Hey, erstmal durch den Kopf. Prima. Und dann da rein. Das ist auch getroffen. Das ist echt. Wie heißt diese Leiter eigentlich? Jakobsleiter oder wie heißt sie? Jakobsleiter ist das. Da musst du runter. Da runter auf den Steg. Schaffst du das, ohne runter zu plumpsen? Ja. Hoffe ich ja. Prima. Wenn du unten bist, dann geben wir dir dann die Farbe. Und was muss ich machen? Gleich, wenn sie unten ist, kriegst du die Farbe von dir. Das werden wir jetzt mal hier ablegen. Damit sie uns nur nicht reinfällt. Hält das Brett denn auch? Oh, ich denke schon. Bist du unten? So, jetzt pass auf. Wenn du ihr die halten Sie die fest, die Birgit. Hier, hier. Aufs Brett hinsetzen, ne? Oh, die Leine, die zieht einen ja. Ja, wir geben ein bisschen los. Pass auf, Birgit. Den Deckel nehmen wir hier ab. Die Silvia gibt dir jetzt die Farbe runter. Rot. Und wenn die Farbe unten ist, hast du eine Minute Zeit, eines von den weißen Feldern rot zu malen. Okay? Sobald die Farbe unten ist, starte ich deine Zahl. Nee, das ist echt. Nicht die Milch. Sven, hier. Oh Mann, das ist schon ganz braun. An die Farbe, fertig, los. Jetzt so gut wie es geht, Birgit. Ach, da wird ja die ganze Weser rot. Nicht so doll eintauchen, Mensch. Mensch, machst ja hier eine Umweltschiete, wie das so schön heißt. Ja. Ach, das geht aber Birgit, schnell. Oh, Birgit, beeil dich. Oh, leck. Gewutzt, nicht so viel. Aber fertig, hä? Und jetzt Birgit, auch noch, ne? Spitze. Bist du fertig? An der Seite ist noch ein bisschen weiß. Prima. Weiter. Stopp. Oh, jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Aber du hast 25 Sekunden gebraucht. Und sonst wisst ihr, das ist der Bautermann. Ja, wenn er klopft, dann kommt er und wenn er hobelt, dann geht er. Oder umgekehrt, ich weiß nicht so genau. Ah, und das ist ja gut. Ja, wir sind jetzt fertig. Ah. Das war doch wohl prima. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Oh, lala.
Naja, so ist das als Anstreicher. Ich habe leider nichts dazu zum Finger abwischen. Ja. Ihnen, jetzt habe ich für klebrige Hände. Kann man sich nur irgendwo waschen? Das macht nichts. Rührei macht doch damit. Ist das eine Soße? So, jetzt müssen wir mal gucken, was unsere Jungs. Ein bisschen Pfeffer vielleicht noch. Denn die. Hauptsache, wir müssen die Dinger entziehen. Das ist schon gut. Schaut mal, was die anderen da gemacht haben. Oh, wir haben es ja nicht so leicht gehabt. Was habt ihr gemacht? Wir müssen was ganz sprechen. Von draußen aber. Kommt doch mal alle her. Wir sind nämlich schon fix fertig. Oh, wie sieht das hier aus? Was ist denn hier geworden? Herr Kapitän. Hallo, Herr Kapitän. Wo ist der Kapitän? Kapitän. Wir sind nämlich etwas in Eile, Herr Kapitän. Sie müssen uns, glaube ich, noch sagen, was wir jetzt dafür kriegen, ne? Ja, genau. Oder besser gesagt, wie das nun gefluppt hat. Das Anstreichen ging ja ziemlich schnell. Und die Pfannkuchen sind auch wunderbar. Ehrlich, mit so wenig Eiern. Ja, und wer ist denn nun der Punktedreher da? Na, dann würde ich sagen, wie kriegen wir denn? 5 Punkte. Prima. Gut. Ja, mindestens, ne? 5 so Punkte für die roten Finger. Mit Kleben und Rot. Okay, dann mal schnell wieder raus. Schnell ich gebe noch einen Zusatzpunkt. Ehrlich? Ey. Die sind ja vielleicht großzügig. Na gut, oh, mal gucken, was wir da jetzt hin. Auf die Plätze. Wieder zurück in den Kreis. Achtung, es stoppt etwas ein. Komm auf den Stich da. Auf diesem Brett muss ich rauskommen. Tschüss. Hier, alle rein in den Kreis. Es geht von hier aus, immer von hier aus wieder weiter. Hier ist der Umschlag, den dürft ihr öffnen, sobald ich die Zeit der wieder gestartet habe. Wer hat 2 diesmal? Also, Achtung! Die Zeit läuft! Los, schnell, mach einfach auf. Da sind auch die ersten Buchstaben für euch drin. Zeig mal, was da ist. Die nehmen wir auf. Mach doch auf, beeil dich doch! Ja, nun, also die Sekunde zum Aufmachen. Das Spiel muss gelöst werden. Wenn nee, da steht nicht gelöst. Lies mal richtig. Gelöscht werden! Wellentäler sprechen zu euch. Ja, da fehlt ja, fehlt ja wohl etwas, ein Wort. Das müssen wir ja wohl mal finden. Und wo wir die finden, denke ich wohl, da sprechen die Wellentäler zu euch. Die Wellentäler. Was kann denn das wohl sein? Komm, schalt die Aufgabe. Die Dinger da. Los, Leute. Ja, ah, die müssen zu euch sprechen. So, jetzt haben wir keine Eier mehr. Können die sprechen? Hallo. Hier, die Birgit, die hat was gefunden. Hier auch. Was soll das denn sein? Schnell, hör mal auf! Was ist das? Nee, stopp! Komm mal her, alle mal hierher kommen. Das geht immer schön der Reihe nach. Was ist das? Flaggenalphabet. Genau, das ist ein I. Findet ihr den fehlenden Wortteil? Versucht's mal. Die Buchstaben seht ihr unten. Musst du die anderen Fahnen auch entziffern. So ein rotes Ding. Das sind alles Buchstaben. Denk dran. Ein H, würde ich sagen. Nee, ein F. Ein F. Weiter. Oh, ich latsche mit der Fahne rum. Guck, was das für ein Buchstabe ist. Ja, die bräuchte auch doch noch. Ihr müsst doch noch das Wort finden, was hier fehlt. Gestreift, hier. C. Ein C. Ich hab noch eine. Ihr müsst daraus ein Wort machen, ne? Was ist das? Was ist das denn hier? Wieder so ein Ding. Ein F. Die ganz rote, ne? Die ganz rote. Rot weiß. Was ist das denn wohl? So ein Ding hier, ha! So, und? Hier ist noch ein Buchstabe. Was ist das? Keine Ahnung. Hier ein F. Ja, was? Nee, ein F? Ein S. Ja, ein S. Ein S, ja, jetzt habt ihr das. Habt ihr denn jetzt alles? Stimmt's gar nicht mehr um mich. Wie heißt das Wort? F-I. Was muss gelöscht werden? F-I-F. Das Spiel. Schauspiel. Nee. Ja. Das Spielfeuer. Ihr habt 6 Buchstaben. S habt ihr, FF. Spielschiff. Ja, richtig. Ja, genau, das Marco. Das Spielschiff. Wo ist das Spielschiff? Ja, das weiß da. Ich nicht. Da! Da ist noch eine Falle. Hey, hier ist euer Kreis. Trottelig. Marco, rein hier. Rein da. Rein. Steht. Ihr habt 9 Minuten und 26 Sekunden gespielt und ihr bekommt jetzt erstmal wieder 10 Punkte, weil wir hier die 2. Station erreicht haben. Lass sie mal hier einfach liegen. Prima. Kommst du hinten drauf auf den Rücken? 24. Toll. Jetzt, pass auf. 26 Punkte. Was stand auf der Aufgabe? Das Spielschiff muss gelöscht werden. Die beiden Jungs, die gehen jetzt. Nein, die beiden Mädchen gehen da hoch und holen die 2 Fahnen raus und was da noch so hängt. Und die beiden Jungs fangen schon mal an, hier das Schiff zu löschen. Wisst ihr, was das heißt, ein Schiff löschen? Ja, entladen! Entladen, richtig. Entladen. Und ich gehe schon mal ganz vorne an den Bug, wie das so schön heißt. Da fehlt noch was!
Du, fall bitte nicht runter. Ja, gib hier alles raus, dann. Ja, haben wir. Wir gehen jetzt mal ganz hier vorne hin. Ah, oh, das wankt ja. Hilfe. Oh, oh lala, das wankt. Ha, das wankende Schiff. So, und ihr da hinten, ganz da oben ist jemand, der möchte uns was sagen. Und der müsste jetzt mal gucken, was der uns wohl sagen wird. Und dazu habt ihr eine Minute Zeit und ihr müsst ihm noch antworten, auf dem Turm da oben. So, die Zeit läuft. Das ist Bravo. Bravo? Ja, nee. Haben wir? Nee, das stimmt nicht. Charlie, was ist das? Guck mal ganz genau hin. Nee, nee, oh Scheiße, jetzt macht er schon den nächsten Buchstaben. Das ist das hier. Also das erste nee, das war, glaube ich, sah so aus. Das so, jetzt guckt euch mal bitte das zweite gut an. Papa? Papa sie. Nee, Papa stimmt nicht. Nee. So komisch da. Ja, guckt mal genauer hin. Oh, der macht so schnell. Der steht die ganze Zeit so da, du. Der weckt. Warte, geh doch mal weg mit deinem Finger. Was ist denn da noch? Oh, das hier, ein Tee. Ja, genau. Tee. Das hat er. So, jetzt das nächste. Schnell, ihr habt nicht mehr viel Zeit. So, ein hoch und dann das hier. Das hier. Oh. Ja, richtig. Oh, noch 3 Sekunden. Was ist das? Das da. Stopp. Aus. Ende. Ja gut, ihr habt gelöscht. Dafür müsst ihr mindestens 2 Punkte kriegen. Und ihr habt 2 Buchstaben ganz schnell erkannt, dafür kriegt ihr noch mal einen. Ja, ein. Das macht zusammen 4. 3. 3. 2 und 1 ja, ist 3. Und was machen wir mit dieser Tafel hier? Die können wir jetzt hier hinlegen. Jetzt muss ich nur mal ein bisschen fummeln. Hier gibt es nämlich lauter Einerpunkte. 1, 2. Oh Mann. 3. Wenn ihr vom Schiff jetzt absteigt, dann dürft ihr alles benutzen. Nur nicht die Treppe, bitte. Nur nicht die Treppe. Nur nicht die Treppe. Macht ihr das? Wenn ich nicht die Treppe benutzen darf. Das war schon mal ganz gut. Und ich? Ja, okay, ich bin unten. So, wir gehen jetzt mal wieder zurück in unseren Startkreis, nachdem wir alle von Bord gekommen sind. Und hier geht's jetzt weiter. Prima. Stell dich hin. Halt, ich will doch nicht rein. Komm her, Sven. Die Zeit läuft. Buchstaben. Was haben wir? Gleich ein Tee. Besucht die Städte der Welt. Nach 6000 Kilometern schaut nach Wasser. Besucht die Städte der Welt. Da hinten, das weiß ich. Das ist eine. Da hinten ist eine Rose. Ja. Ja. Das ist gut. Ja, hier. Das ist toll. Ja, und hier steht jetzt noch drauf. Moment. Besucht die Städte der Welt. Hier ist noch Wasser. Nach 6000 Meter, Kilometer. Das heißt, ihr müsst jetzt irgendwie mit dieser Nadel 6000 Kilometer erbeuten. Ihr müsst die anschubsen und dann müsst ihr gucken, wo sie stehen bleibt. Oh. Bei wie viel Kilometer? Vorsicht. Lydia. Huch. Huch. Oh. Weg. Gucken, wo die stehen bleibt. Und ich will lernen. Achtung. Stopp. Du bleib doch stehen. Oh, Hilfe, das ist ja ein Ding. Was ist das? London. 628, das reicht nicht. Es müssen 6000 werden. Weiter, schnell, aber nicht zu doll anschlagen, denke ich. Genau 6000. 8000? Nee, nee. 86. Knapp 700 habt ihr erst. Die sollen mal stehen bleiben, wo es ein bisschen weiter weg ist. 6000. 8000. Na, sie steht noch nicht. 665. Ja, hier, weiß ich nur ein bisschen. Na, also, sowas nicht. Ja, hier, die Schwester. Ja gut, also 6028. Ich bin ja kein Unmensch. Also das sind natürlich jetzt noch ein paar mehr, weil wir die anderen schon hatten. Aber es war ein bisschen was ja nun. Also naja. Gut, und was solltet ihr jetzt machen? Was? Nach 6000 Kilometern. Was kann das da sein? Da rauf! Nee, das dauert zu lange. Da sehe ich auch kein Wasser. Da ist ein Brunnen. Zum Klamautermann. Ja, los! Zum Klamautermann drin. Ja, also nach Wasser schauen heißt es, ne? Ihr könnt schon sehen, wo ihr hin sollt von hier aus. Das könnt ihr gut sehen. Ihr seid aber auch ein paar Fifi-Küsser, ehrlich. Jetzt sage ich euch nicht noch mal, was Sache ist. Ja, da, wo ihr richtig seid, da liegt auch euer Kreis, ne? Also sind wir hier falsch. Da ist es ja! Da seid ihr ja auch schon drüber gelaufen. Alle rein! Sven! Steht! Jetzt habt ihr die erreicht, die dritte Station. Wasserschaut heißt nämlich hier. Oh. Das gute Ding. Seht ihr? Ja. Da hättet ihr hingemusst, da seid ihr jetzt auch. Und deswegen kriegt ihr noch mal 10 Punkte für die dritte Station. So.
Tilly und ihr habt 12 Minuten und eine Sekunde gespielt. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit zu verschnaufen wieder, ihr Rasefitze. Und dann gucken wir mal, was wir da drin kriegen. Wasser. Riesen. Ja. Wasser. Hallo, komm rein. Ah, Mensch, ihr habt ja schon so furchtbar viel getan. Pass mal auf, ihr setzt euch mal alle da hinten. Silvia, du setzt dich auf diesen Stuhl. Rutsch mir mal eins durch. Rutsch mal eins durch. Setz dich da hin, Silvia. Ey, die riechen die. Ich setz mich hier. Oh ja. Ihr habt ja schon so viel getan. Schwer gearbeitet. Sie, die richtigen Seeleute. Ja. Und was machen nur die richtigen Seeleute, wenn sie am Land sind, so richtig? Sich besaufen. Ja, ein Schluck Wasser sollten wir mal trinken. Das ist für euch, das habe ich euch ja hingestellt. Danke. Sich besaufen. Aber nicht nur besaufen, sondern die erzählen sich Geschichten. Ganz viele Geschichten, die man erleben kann. Seemannsgarn. Und immer wieder kommt mir vor, der Klabautermann. Der Klabautermann, da stellt sich der Seemann so etwas drunter vor. Der polterte im Schiff herum, und wenn es in schwerer See war. Und der saß auf dem Bugspriet, wenn der Nebel so durch die Gegend wallte. Alles Geschichten erfunden, erlebt. Und das wurde alles als Wahrheit verkauft an der Theke. Hegger, nun möchte ich gerne, dass einer eine Geschichte erzählt, wie es beim Klabautermann gewesen sein könnte. Wer könnte das denn nun machen? Silvia soll mal ein bisschen Seemannsgarn spielen. Silvia. Und die anderen, die krempeln schon ihre Ärmel alle hoch, das heißt, du brauchst sie nicht hochkrempeln. Aber ihr und auch die Silvia, die hat schon, denn ihr anderen, ihr sollt dabei, während die Silvia erzählt. Also und muss ich die Geschichte auf Zeit erzählen? Ja, du hast eine Minute Zeit. Ich so, und ich starte die Zeit. Anders, Seemannsgarn, fertig, los. Also ein Schiff ist in der Nordsee und das schaukelt und schaukelt. Ein Seemann, der wollte mal raus an die frische Luft und mit einmal hört er was. Buff, buff. Und dann hat er den anderen Leuten auch irgendwas gesagt. Ja, kommt mal mit raus, da ist also ein Geklopfe und so. Ja, und dann sind die anderen auch alle mit rausgekommen und dann haben die das auch gehört. Und dann sind sie schnell zurück in den Hafen gefahren. Ja, und dann haben die das auch erzählt. Und mit einmal, die anderen haben ihnen das also nicht abgenommen vielleicht. Und also, dass der dann, und dann haben sie einen Beweis gehabt, dann haben die das doch geglaubt. Dann haben sie es geglaubt. Ja. Und dann ist das Schiff gut in den Hafen gekommen. Jetzt ist die Zeit um. Stopp. Ja. Ja, prima. Da waren wir ja fast mit der Geschichte zu Ende. So. Und jetzt zeigt doch mal eure Kunstwerke, Herr Rohde. Das müssen Sie jetzt mal beurteilen, Sie als alter Seehase. Also das hier sieht ja also ganz hervorragend aus. Das ist also der Klabautermann und das ist das Schiff. Und ein Anker, das sieht ja toll aus. Und das ist etwas mehr Freestyle hier. Aber ich finde, angesichts der Tatsache, dass er mit links malt und er dann immer auf den beweglichen Arm gemalt hat, muss man das als freie Kunst sehen. Freie Kunst muss man das anerkennen. So, und dafür gibt es jetzt Punkte. Für die Geschichte natürlich auch. Für die Geschichte gibt es auch Punkte. Gut. Und ich würde sagen, 4 Punkte möchte ich euch da wohl für geben. Ist das wohl richtig? Oder? 4. 2 dafür, 2 dafür sind 4 und 2 für die Geschichte. Also 6 Punkte. Gut. Überredet, 6 Punkte. Genau. Jetzt kriegt ihr 6 Punkte Rudi von mir. Wer hat das Arm hinten auf dem Rücken? Dann wollen wir da mal schnell 6 Punkte drauf machen. Prima. Die habe ich nämlich hier. 5. Und damit es richtig ist, und da die 1 dazu, so sind es 6 Punkte. So, und nun müsst ihr wieder los. Ja, dann habe ich auch noch einen Umschlag für euch. Den kriege ich mal so lange. Helga, das ist für Sie. Danke. Und dann mal los, damit die Zeit wieder läuft. Tja. Macht eure Sache gut. Okay. Ja, danke. Viel Spaß danke, noch. Ne? Tschüss. Ich bin ja schön tätowiert, der Birgit. Wo ist denn der Startkreis? Da vorne, warte. Jetzt müssen wir bestimmt irgendwie zurück. Jetzt geht's wieder weiter. Weiter. Wo ist denn jetzt unser dritter Mann, beziehungsweise unser Vierter? Mehr. Na, das war ja toll, die Klabautermänner. Habt ihr ordentlich Seemannsgarn gesponnen, ne? Ja. So, jetzt also, ich nehm mal, halt mal fest und mach auf, wenn ich die Zeit weiter gestartet habe. Es geht wieder weiter, die Zeit läuft. Ist irgendwie der Buchstabe? Da ist der Buchstabe. Buchstabe? Was hat das für ein Buchstabe? Ein R. Gut. Gesponnenes Garn will auch gedreht werden. Tja, gesponnenes Garn will auch gedreht werden. Hier ist ein Spinnrad. Ja, genau. Tja, ein Spinnrad? Ja, ein Spinnrad. Es ist ja schon gesponnen. Es heißt, gesponnenes Garn will auch gedreht werden. Was macht man denn aus gesponnenem Garn, wenn man es dreht? Ein Teppich. Was ist da? Was hast du gesagt? Reeperbahn. Ja, für Reeperbahn. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Was könnte das denn sein? Ja, da. Reeperbahn, da seid ihr schon ganz richtig, aber jetzt würde ich mal in der Richtung weiter gucken. Lass es ruhig hängen.
Das ist hier vielleicht eine Reeperbahn. Wisst ihr denn, was eine Reeperbahn ist? Hier ist was. Heißes Wo? Pflaster. Oh, nee, das ist ein Baum. Heißes Pflaster, da ja. Es ist aber eigentlich noch was ganz anderes. Da hinten, da hinten ist was. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Oh, ich weiß. Ja, Baby, kurz Stein rum. Oh. Hier ist nichts. Hier, stopp. Warte mal. Da ist jemand, der das ganz genau kennt. Sie sind doch jemand, der weiß, was eine Reeperbahn ist. Und Sie sollten doch mal unseren Kindern erklären, was jetzt jeder machen muss. Das ist nämlich ein bisschen kompliziert. Das Ding ist nicht gut. Gedreht. Einer bleibt hier stehen. Einer muss hier stehen. Wer möchte da? Du? Ich, ja. Gut, Birgit, bleib du da stehen. Nächste geht hier hin. Und du musst hinterher. Komm mal mit, Silvia. Hier? Einer bleibt hier stehen. Komm mal einer hier hin. Marco, komm du mal hier hin. Schwer ist das aber nicht gerade. Und nicht zu schnell drehen, du musst immer gucken, wie schnell wieder. Pass auf, Marco, wenn die Kinder hier sind, dann schreist du ganz laut halt. Ich bleib hier mit dir bei dir bleiben. Pass mal auf, stell dich mal dahinter und halt das so vor dir her. Ach, Herr Macharow, Sie müssen sich etwas beeilen. Achtung, fertig, los. Gut. Oh, nicht so schnell. Langsamer. Wird das denn was? Drehen. Oh, hier. Das gibt's ja gar nicht. Andersrum drehen. Gleich ist langsamer. Nämlich unsere Zeit zu Ende. Langsamer. Dreht mal, langsamer du musst auch ziehen. Drehen. Das ist nämlich jetzt hier eine Reeperbahn. Unsere Kinder sind richtige Rebschläger auf einer Reeperbahn. Müsst ihr euch mal vorstellen, aber gleich ist leider unsere Zeit um. Jetzt, stopp. Das reicht, okay. Aber jetzt lohnt es sich gar nicht mehr weiterzumachen. Ihr Zuhause kriegt natürlich den Buchstaben, den Gruppe 1 nicht mehr gefunden hat. Und wir waren zwar ein bisschen enttäuscht, aber vor allem gespannt, ob Gruppe 2 wohl alle Stationen erreichen würde. Eure erste Aufgabe, den ersten Hinweis, wo ihr hin sollt, kriegt ihr heute nicht auf einem Zettel und nicht in einem Umschlag, sondern von woanders. Alles klar? Gut, dann starten wir. Die Zeit läuft. Und jetzt schaut euch mal gut um. Schaut euch mal um, es ist von hier aus zu sehen. Na, wem fällt das auf? Ja, sehr gut. Was steht denn da? Was ist das? Ei. Des Kolumbus. Des Kolumbus, sehr richtig. Wo müssen wir jetzt wohl hin? Jawohl, klasse, Kolumbusdenkmal, ist gut. Dann nix mehr ab. Da haben wir nun Peter mit Gruppe 2. Und das sind Bente, Daniela, Marco und Sebastian. Die vier spielen für ihre Freizeitstätte. Dann wollen wir mal schauen. Kolumbus-Denkmal ist hier was für uns? Ah ja, wunderbar. Ich kann euch einen Tipp geben. Hier sehen wir das Ei des Kolumbus. Euer nächster Hinweis ist da drin. Schnell nachgucken. Und da muss ich euch noch was sagen. Wo auch immer ihr jetzt hin wollt, müsst ihr bitte diese Eier mitnehmen. Und möglichst vorsichtig natürlich, dass sie nicht kaputt gehen. So, und du liest die Aufgabe vor, Sebastian. Alle können schwimmen. Zwei fliegen. Vor einem flieht man. Eines fließt. So, ein Rätsel. Schön der Reihe nach. Alle können schwimmen. Was kann damit gemeint sein? Boote. Bitte? Boote? Schiffe? Ja, okay. Jetzt kommt es drauf an. Alle können schwimmen, also sind Schiffe gemeint. Zwei fliegen. Nee. Das gehört alles zusammen. Alle können schwimmen, also Schiffe war schon gut. Zwei fliegen. Ja, die Eier können auch fliegen, ja. Das war nicht gemeint. Schaut euch doch mal um. Vielleicht fällt euch dazu was ein. Das Schiff, warum? Ja, weil Seefalke. Seefalke, sehr gut. Dann erst noch mal gefunden. Und das ist eine Spur, ne? Da sollen wir dann wohl auch hin. Achtet mir auf die Eier des Kolumbus. Der Wind kann fliegen. Der Wind kann fliegen. Aber wir wollen ja, habt ihr ja schon gesagt, alle können schwimmen, damit sind Schiffe gemeint. Ne? Wir warten. Wo sind die Eier? Ja, Eier, komm. Gesagt, die dann lass sie jetzt. Seefalke, wie geht's weiter? Während die vier auf dem Gelände des Schifffahrtsmuseums nach den fliegenden Schiffen suchen, für euch zu Hause nochmal zur Erinnerung. Unser Lösungswort hat heute 10 Buchstaben und beschreibt etwas, was schon vielen Seeleuten das Leben gerettet hat. Wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte, ruft uns doch an. Hm? Ja, nur guckt mal rum. Es steht überall dran. Ihr könnt auch schon mal weitergucken. Da ist noch eine Spur. Bitte? Kranich. Kranich ist gut. Das ist der zweite. Da steht vor einem flieht man. Vor einem flieht man. Stier, Stier, jawohl, sehr gut. Und eine fließt und die ist unterstrichen. Elbe. Elbe, gut. Na dann, wollen wir da hin. Wenn das unterstrichen ist, aber ihr macht das hervorragend mit den Eiern. Und denkt dran, wenn ihr euren Stationskreis seht, dann nix wie rein, weil dann können wir unsere Spielzeit anhalten. Menschenskinder, noch kein Ei kaputt? Nein. Jawohl, jetzt geht die erste. So, und Achtung, es müssen alle vier drin sein. Und die Zeit steht. Jawohl, klasse. Huiuiui, ganz schön auf Trab gehalten. Mit den Eiern. So, wo ist meine Punkteträgerin? Ist das ein hartes Ei? Daniela, das bist du. So, die ersten 10 Punkte sind euch sicher.
Lass uns mal hier auf das Schiff gehen. Die Elbe habt ihr ja richtig gefunden. Bitte nach euch. Ah, der erwartet so, uns schon der Captain, sehe ich. Mit? Ja. Ja, ja, jede Menge. Kommen, ne? Dann so, dann bringt mal die. Mal hierher, stellt die Eier hier ab. Bringt in die Kombüse, ja? Bringt die Eier rein und Bent und Sebastian kommen dann mit mir mit. Das riecht ja gut. Das riecht erst, wenn man so, alle. Huch, Bente. Ja, so, wir brauchen nicht, weil ihr wisst, kann der Kapitän bestehen. Am Schiff gibt es viel zu tun, ja? Hier muss Farbe ausgebessert werden. Ja. Tja, und das wollen wir, dass ihr jetzt macht. Wer will denn das machen? Wer will denn hier außenbords klettern und ein Stück vom Schiff anstreichen? Wer traut sich zu? Ich mach. Schnelle Entscheidung, du machst das gut. Dann wollen wir dich hier aber auch ordentlich sichern. Ruhig, der muss hier mit dem Arm noch durch. Ne? So, wird schöner, wie der zufrieden ist. Siehst du da den weißen Fleck? Geh mal weiter rüber. Kann sich schön an festhalten. Seite von der dicken Trosse. Schön festhalten an der Trosse, kann sich ruhig festhalten. Noch ein bisschen weiter. Bente, rück mal ein Stück. Und schmeiß die Milch nicht runter, sonst ist er sauer. Wisst ihr überhaupt, für wen die Milch ist? Ja, die muss auch noch rein. Nein, eben nicht. Die ist für den Klamottermann. Wisst ihr, wer der Klamottermann ist? Nee. Ja, das ist der Kobold. So, und den Pinsel nicht so doll. Okay, und Achtung, die Zeit läuft. Jetzt hast du eine Minute Zeit. Ja, schön rot muss das sein, ne? Das ist ja ein Signalschiff hier, ne? Ja, pass mal auf, ich nehme mal. Ja, so Schiffe, die haben früher oder die liegen immer noch draußen, ne? An Stellen, wo man keine Leuchttürme bauen kann. Als Seezeichen für die Schiffe, ne? Ja. So, hopp, 20 Sekunden. Geht die Farbe wieder aus den Klamotten raus? Bitte? Geht die Farbe wieder aus den Klamotten? Das glaube ich schon. Ja, gut. Ja, sehr gut. Das sieht aber gut aus. Er arbeitet sehr richtig sorgfältig. Ja. Prima. Du hast noch 30 Sekunden Zeit. Keine Panik. Gleich fertig? Ja. Kein weißer Fleck mehr? Moment. Sag mir Bescheid. Ich sehe es von hier oben. Da unten ist ein kleiner weißer Fleck. Jawohl, klasse. Und die Zeit steht. Du hast noch nicht mal 45 Sekunden gebraucht. Ganz toll. So, bald wird das was. Kollege Hein, wie sieht's aus? Prima. Sie sind Verpflegung der Mannschaft gesichert für den nächsten Jahr. Bisschen sparsam ist noch, aber sonst ganz gut gemacht. Na ja, gut, aber sparsam muss ja auch sein. Haut da bloß keine Gipseier rein, ihr Lieben. Das sieht ja nicht schlecht aus. Nein. Also Hein, können wir das gelten lassen? Okay. Können wir gelten lassen, komm. Dann ziehen wir weiter. Das habt ihr das immer gemacht. Habt ihr was zum Abputzen? Das können Sie nachher essen. Nee, dann hilft nur Lecken oder an der Jacke abputzen. Was anderes kann ich euch da nicht, was heißt. Eier schlürfen. Gute Eier. Hätte ich nur ein paar Eier getragen. Das hat wunderbar gemacht. Ja, Hein. Sehr gut gemacht. Wie viele Punkte können wir denn kriegen, Captain? Ja. Sie ist unsere Punkteträgerin. Volle 5? 5. Ja, volle 5, hä? Ja, der kriegt noch einen. Kriegt noch einen extra, weil er so gut geklettert hat. Okay. Und der Maler hat so gut gemalt, der kriegt noch einen. Oh, klasse, das finde ich aber toll. 7 Punkte. Schönen Dank, wir würden ja gerne noch ein bisschen bei Ihnen an Bord bleiben, aber wir haben es eilig. Ja. Wissen Sie, wir müssen weiter, ne? Ja. Gut, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. So, und wir müssen ja dann auch weiter. Oh, ey, der Pfeffer. An unseren Startkreis. Darf ich euch dann bitten, wieder den Kreis zu betreten hier? Mhm. Ihr wisst, jetzt geht's gleich weiter. Mhm. Wer liest die Aufgaben? Hier. Sebastian? Ja. Ich stelle mich hier hin. Und wenn ich gesagt habe, die Zeit läuft, Mann. Kannst du aufmachen und lesen. Buchstaben nicht vergessen sind auch drin. Achtung, die Zeit läuft. So, jetzt ganz schnell, nächste Aufgabe. So, schnell, da sind die Buchstaben drin. Die wollen wir kurz angucken. Zeichne mal dem Hendrik, damit der das sieht. Was haben wir denn? Ein M und ein U. Gut, okay, steckst du ein. Das Spiel muss gelöscht werden. Willentäter brechen zu euch. Genau, und ich darf euch einen Tipp geben. Ihr seht ja, das Spiel, dieses Wort ist nicht vollständig, ne? Das Spiel, Punkt, 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 Punkt. Also da fehlt was. Schiff. Das kann sein, aber wir müssen erstmal diese Spur finden. Wellentäler sprechen zu euch. Wo gibt's hier Wellentäler? Umgucken. Hier drinnen, da hinten diese Hügel da. Ja, gut, dann hin. Da nix mehr hin, dann wollen wir mal gucken, ob die sprechen können. Hoffentlich. So, guck mal, ob hier was ist. Stopp. Ja, was haben wir denn hier? Was ist denn das? So, jetzt, wie können die sprechen? Hier, die Wellentäler. Hier, guck mal. Aufheben schnell. So, was ist denn das? So eine Mauseflamme. Ja, ist gut. Das ist ein I. Ja, dann schnell suchen. Was ist das? Ein I, prima. Nächste Welle. Hier. Und das war ein Halt mitnehmen. Da kommen noch mehr. Das war ein I, gut merken, ne? Hier. Das war ein I, gut merken. Wo ist unsere Tabelle? Karo. Volles Buchstaben nicht verlieren. Da, F. Ein F? I und F, gut. Fahne mitnehmen. Falls wir nochmal nachgucken. Hoppla.
Karambolage, was ist das? Das Blau mit dem Viereck drauf. Blau, weiße Fahne mit dem blauen Viereck. Das hier. Weiß, hier. Weiß mit blauem Viereck. S. Ja, aber gut, ein S, ein I und F. Das Rot mit S, I und F, was ist das? Schnell, schnell. Stern, Stern ist das. Hier, ja. Was haben wir da? Das hier. Karo? Das. Ja. F. Noch ein S, S, I, F. Was haben wir hier? Gestrahlt. Schnell, schnell, schnell. Das. Unsere Zeit läuft. T. Nee, das, das. C. Was? Ein C, C, gut, S, C, I, F, F, ja? Und nochmal? Na, das was ist das hier? Rot weiß. Was ist dein Haar? Gut, wie heißt denn unser Wort? Schnell. Schiff. Spielschiff. Ja. Kennt ihr das? Wisst ihr, wo das ist? Ja, da. Ja, dann nix mehr hin. Und wenn ihr einen Stationskreis seht, nicht vergessen, nix mehr rein. Da. Ja. Jawohl. Eins, zwei, drei. Jawohl, die Zeit steht. 7:54. Das war ja nicht übel. Ich leider einen Kopf. Klasse. Natürlich gibt's ja auch hier wieder. Ja, ja, da oben sind Säcke. Ich habe gesagt, du darfst bald keinen Platz mehr. Moment, Moment, Moment. Hier. 10 Punkte. Ihr habt ja schließlich die zweite Station gut erreicht. Soll ich das in den Grund? Habt ihr schon 27 Punkte. Soll ich das in den Grund? Klein Moment, Moment, wir sind noch nicht fertig. Die Ladung muss gelöscht werden. Klein Moment mal, klein Moment mal. Und jetzt möchte ich gern, dass die beiden, die eben gestrichen haben, also, wer war das? Hier. Ja, ihr beide, ne? Ihr kommt mal mit mir mit. Und ihr beide, die könnt ihr hier lassen. Und ihr beide löscht bitte die Ladung, ne? Das heißt, die muss außerhalb des Schiffes sein. Und wir, ihr kommt mal mit mir mit. Und ihr holt jetzt mal möglichst schnell die Sachen hier da oben runter. Ja? Hier unter. Na, so. Nee, hier. Holt die Sachen da oben runter und dann kommt hier mit mir auf das Vorschiff. Und vergesst die Karte nicht, die da dabei ist, ne? So, ist gelöscht. Dann kommt mal mit mir hier aufs Vorschiff. Alle außerhalb vom... Ja. Na gut, dann kommt hoch. So, wisst ihr, was das ist? Das sind Signalflaggen und damit kann man so, je nachdem, wie man steht, kann man sich von Schiff zu Schiff oder von Schiff zu Land Nachrichten übermitteln. Ne? Jetzt guckt mal, das zeige ich euch. Da drüben müsste jetzt jemand stehen. Da oben, seht ihr den? Ja. Ganz ja. Oben. Der wird uns jetzt, aber erst wenn ich die Hand hebe, ein Wort buchstabieren. Das sollt ihr erkennen. Und bitte, tut mir einen Gefallen, steht ihr möglichst ruhig, weil der wartet darauf, dass ich die Hand hebe. Ja? Zwischendurch. Achtung, ihr habt natürlich wieder eine Minute Zeit. Und? Moment. Die Zeit läuft. Jetzt guck schnell, was ist das für ein Buchstabe? Romeo. Was ist das? Ja, ihr müsst, es gilt nur der Buchstabe. Das. Ein R, das kann nicht sein. Nee. Das hier, S. S ist richtig, S. Jawohl. Der nächste Sierra. Buchstabe. S. Jetzt kommt der nächste Buchstabe. Guckt schnell. So. Hoch und? Hoch und schräg. Das hier, P. Bitte? Nein, hoch und schräg. Ach so. Ganz. Das hier. Jawohl, ein T ist richtig, den nächsten Buchstaben. Was ist das? Das ist das? Der hat den anderen Arm drüber. I. Habt ihr gesehen? Das. Nein, I ist nicht richtig. Ha. Guckt mal, nein, ha. Stimmt auch nicht. Der hat den anderen Arm über den nach links gelegt. Der hat den linken Arm nach rechts gelegt, meine ich. Ist doch I. Nein, das ist nicht. Der hat ihn aber Bart rechts. Guck mal. Der ha. Hat ha. O. O. Nein, O ist richtig. Jawohl, den o. nächsten Buchstaben. Ganz schnell, wir haben noch 10 Sekunden. Jetzt S-T-O. Der letzte, den müsst ihr doch erraten. Was ist das? Bist du. N. Nein, stimmt nicht. Schnell, schnell, schnell. P. Jawohl, stimmt. Gerade in letzter Stopp. Sekunde noch erreicht. Stopp. Okay. Stopp. Ja, Stopp war völlig richtig. Das heißt auch, wir sollen aufhören zu löschen, aber das habt ihr ja schon längst geschafft. Also, eigentlich hättet ihr ihm jetzt noch antworten müssen, aber das habt ihr ja in einer Minute nicht mehr geschafft. Deswegen würde ich euch vorschlagen, ich gebe euch statt der 5 Punkte, gebe ich euch 4. Einverstanden? Ja. Weil ihr das aber doch gut erkannt habt. Das könnt ihr hier liegen lassen. Und ich will jetzt doch nochmal deine... Pass mal auf, wir machen das so. Dann heißt der Platz etwas besser. Ich mache dir einen ab und tue der 5 drauf. Ja? Sollen wir es hier lassen? So, das könnt ihr hier lassen. Und jetzt pass auf, wir wollen das Schiff verlassen, auf jedem möglichen Weg, aber nicht über eine Treppe. Okay. Also irgendwie, wie ihr runterkommt, ist egal, aber nicht auf einer Treppe. Aha, hier sind schon die kühnen Matrosen, die gesprungen sind. Und raus aus dem Schiff, ne? Alle raus aus dem Schiff. Ja. Da fehlt noch einer, bist du schon draußen? Ja. So, dann wollen wir mal flugs wieder in unseren Kreis gehen. Das habt ihr ja sehr gut gemacht, die Punkte habe ich euch schon gegeben oben, ne? Ja. Das ist alles in Ordnung. Gut, dann, wo ist unser Vorleser vom Dienst? Acht, Moment, Moment. Achtung, die Zeit läuft. So, jetzt aber schnell, damit wir nicht die meiste Zeit beim Brief Buchstaben. Aufmachen. Buchstaben, was haben wir? Nur ein C? Ein C, nicht schlecht. Gut, einstecken. Schnell, schnell, schnell. Schnell. So, es geht schon auf, ja, ja. Was haben wir denn da?
besucht die Städte der Welt nach 6000 Kilometern. Hier, da ist die Rose. Was? Die Rose. Die Windrose? Nach 6000. Ist okay, richtig, dann ab. Und aber nicht wegschmeißen den Zettel, da steht ja noch wichtig, was weiterläuft. Nach 6000 Kilometer? So, ich sage euch schnell, was ihr zu tun habt. Wir haben hier einen kleinen Kompass aufgebaut. Wenn er mit dieser Nadel so anticken, wenn er damit Städte trefft, die zusammen mindestens 6000 Kilometer weg sind, geht's weiter. Okay, versuchen. Versuch einfach anticken. Der soll irgendwo stehen bleiben. Pass auf hier, pass auf. Der soll irgendwo stehen bleiben, wenn das mehr als 6000 Kilometer sind. Ihr dürft aber auch mehrmals machen und zusammenzählen. Ne? Ja, Vorsicht. Ja, Achtung, hier bleibt er stehen. Was haben wir denn hier? Das ist? Rio. Nee. Gibraltar, 2215. Schnell weiter. Vielleicht tickt er ihn nicht so fest an, dann geht's besser. Zwei, wir dürfen zusammenzählen. 2215. Da. Ja, schnell, schnell. 6000. Bombay 6628 Kilometer. So, jetzt nächste Spur. Nach 6000 Meter. Schaut nach Wasser. Wasser. Schaut ja. Nach Wasser. Nein. Hier, das Hafenrundfahrt. Was ist? Hafen. Bitte? Hafenrundfahrt. Nee, Hafenrundfahrt nicht. Aber was, wo gibt's denn Wasser hier? Ja, außer im Hafen. Ja, da gehst du. Ja, nee, meinen wir auch nicht. Wir meinen was anderes. Guck mal ein bisschen rum. Da ist der Hafen. Was? Der Brunnen da. Der Brunnen da, ja? Gehen wir mal in die Richtung. Vielleicht klappt's. Wir meinen noch nicht ganz genau den Brunnen. Aber schaut aber schon mal nach dem Stationskreis, vielleicht. Oh, den kleinen Hafen da, ne? Ja. Ja! Jawohl! Jawohl, sehr gut. Eins, zwei, drei und die Zeit steht. Klasse, 10 Minuten und 2 Sekunden. Das war knapp. Jetzt kriegst du natürlich erstmal wieder 10 Punkte für das Erreichen der Station. Wer kriegt sie hier? Komm, dreh dich mal ein bisschen um. Der streckt mir hier so. Na, will ja nicht sagen, was entgegen. So, 10, 20, 30, 40, 41 Punkte. Aber jetzt will ich euch doch mal schnell sagen, was wir eigentlich gemeint haben. Guck mal, wie die Kneipe heißt hier. Oh. Wasserschaut. Ein kleines Wortspiel. Ihr wisst ja, okay, manchmal müssen wir ein bisschen kürzen, damit wir überhaupt alles zeigen können, was wir erlebt haben. Peter und Gruppe 2 erwartete im Wasserschaut natürlich dieselbe Aufgabe wie Gruppe 1. Pass auf, du erzählst irgendeinen Seemannsgarn über Klabautermann. Ich muss nämlich erst noch die Zeit starten. Achtung, ja? Die Zeit läuft. Und tätowieren und an das Seemannsgarn. Also. Der Klabautermann hat immer, wenn das Schiff stark geschaukelt hat, ja, ist er immer runter in die Ladekabine gegangen und hat immer die Säcke oder die Kisten festgehalten. Ja. Jedes Mal, wenn da irgendwie was aufsprang oder was rumrutschte, lief er von einer Stelle zur anderen und hat das immer wieder hingerichtet oder hat oben Bescheid gesagt, dass die Männer das wieder hinstellen sollen, falls es was Schweres war. Und ja, hat der Klabautermann auch öfters schaurige oder lustige Geschichten den Seemannen erzählt, damit die vor Langeweile abends sich umkamen und dann beim Trinken auch nicht sich selber was erzählen sollten, sondern auch mal was zur Unterhaltung hatten, nicht immer lesen müssen. Das hat sie ganz, ganz ja, prima gemacht. Finde ich auch, das war eine ganz tolle Klabautermann-Geschichte. Und wie sieht es aus mit den Tätowierungen? Also hier haben wir einen Totenkopf, einen gefährlichen, ein Schiff, einen Anker. Ja. Was gibt's da? Und hier haben wir schon so fast so was Ähnliches wie Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist ja schon, das Herz ist schon da, der Anker ist da, es fehlt nur das Gold. Das hat er ganz prima gemacht. Ich finde, das ist eine ziemlich künstlerische Ausgestaltung hier schon. Ja, ja, sie das kann ist, ja keinen das haben. Das ist ganz prima. Ja. Na, Peter, jetzt muss ich ja nur die Punkte denen geben. Ja, das würde ich sagen. Was sagen wir denn so? Na, so alles zusammen, Geschichte und alles. So 7 Punkte wäre das. 7 Punkte, das finde ich gut. Punkte. Ja, 7 Punkte ja, finde ich klasse. Dann wollen wir mal 7 Punkte. Dann wollen wir 7 Punkte holen. Und 7 Punkte holen. Und den Umschlag? Und Peter, den Umschlag habe ich noch für das. Das ist gut. Und wer ist der Punkteträger? Ja, eine Punkteträgerin haben wir. 2. Und 5 dazu sind 7 Punkte. Ganz toll, 20, 30, 40. Oh, wir haben schon über 40 Punkte. Das ist ja eine tolle Sache. So, ich könnte ja nur ehrlich noch stundenlang Seemannsgarn hören, aber wie ihr wisst, ihr müsst wieder los. Wir haben keine Zeit, wir müssen los. Macht eure Sache gut. Ich trinke noch einen Schluck. Oh. Ja, so. 10 Minuten und 2 Sekunden haben wir verbraucht. Sebastian, wo steckst du? Hier. Hier, und hier ist unser nächster Hinweis drin, ne? Und Achtung, die Zeit läuft. Ja, die Uhr läuft auch. Ja. Jetzt schnell, 10 Minuten sind schon rum, wir müssen noch die letzte Station finden. Buchstabe, ein L, klasse. Der Spannungsgarn will auch gedreht werden. Ja. Hier, da hinten, der Tampen. Ja, der Tampen, okay, Tampen dann nix wie hin. Dann nix wie hin, jetzt müssen wir ein bisschen draufhalten. Nicht unbedingt beim Rennen, aber. So, was soll man denn nur hier tun? Ihr sollt den Ball schlagen. Ja, wie geht hier das? Muss jemand ran. Hier muss einer, bleibt hier, wer bleibt hier? Bente, bleibst du gerade da? Ja, Bente, bleib da, gut, dann weiter. Einer reicht, glaube ich, komm mal mit. Einer reicht da hinten. Ja, ganz schnell. Voll, noch nicht drehen, noch nicht drehen. Hier der Nächste. Hier der Nächste. Das festhalten. Das machst du. Halt fest.
Oha. Festhalten, noch nichts machen. Oha. Und was passiert da hinten? Und du drehst so rum. Nur so drehen. Ja? So drehen. Auf mein Kommando. Ach, vorhin noch nicht aufs Kommando. Geht's los? Los. Los, du auch da hinten. Schnell, und du schiebst das. Du musst es schaffen bis hier zum Baum. Komm schnell, bis hier zum Baum. Ja, gut, weiter, weiter. Sieht gut aus. Ich glaube, es wird ein richtiges Seil. So, hier bis zum Baum reicht. Wunderbar. Klasse, prima. Stopp, stopp, ist gut. Danke, kommt mal alle her. So, oh Gott, hoffentlich finde ich das hier. Hier haben wir nämlich unsere nächste Spur. Eine Flaschenpost, schnell aufmachen. Ganz schnell, damit wir weiterkommen. 11 Minuten verbraucht. Flaschenpost im Wasser hier gewesen. Schnell, schnell, sieht auch schon ganz verschmutzt aus. Was ist hier? Gestrandete Klabautermann. Klabautermann, sehr gestrandet sind wir jetzt. Ach du lieber Gott. Klabautermann, wo ist der Klabautermann? Such doch mal. Auf dem Brunnen, da, auf dem Brunnen. Klabautermann, schnell, halt, 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 halt. Wir können doch nicht übers Wasser laufen. Klabautermann, schnell. Klabautermann, wir sind in höchster Eile. In allerhöchster Eile, ganz schnell. Habt ihr euch sicher an Land gerettet? Ja, aber gerade noch. Seht, seht, was ich vor euch vom sinkenden Schiff gerettet habe. Ganz schnell, was ist das? Ein Kompass. Und ein Plan? Und eine Karte, damit ihr einen Weg finden könnt, wie ihr sicher zu einem Strand kommt, wo euch ein Schiff retten kann. Ja, Klabautermann, kommst du mit? Natürlich. Um uns ein bisschen zu helfen, kommt mal schnell hier. Wir müssen hier rüber. Hier, guckt mal. Hier steht was für uns und jetzt gilt der Plan. Das müssen wir im Übrigen mitnehmen. Oh, ja, ich tue dir drauf. So, und wo müssen wir jetzt hin? 135 Schritte West, wo ist West? Ja, geradeaus. Geradeaus, okay, 135 Schritte, dann zählt mal ungefähr. Nase durch die Glasscheibe sollten wir vielleicht nicht. Vielleicht gehen wir dann doch ein bisschen außen rum. Guck mal, was wir noch. Ja, mitnehmen. Mitnehmen. Ist schon ein weiterer Plan da irgendwo? Ja, was steht denn auf dem Plan? Dann Trepp auf, dann hopp. Das ist nicht schlecht. 13,20, mitnehmen, alles mitnehmen, was wir finden. Und jetzt? Wie wollt ihr sonst ein Schiff auf eure Aufmerksamkeit? 50 Leute Steuerbord. Wo ist Steuerbord? Wir stehen jetzt links, so rum. Steuerbord? Nee, das stimmt nicht. Rechts. Jawohl, Steuerbord ist rechts, dann hopp. Was steht danach als nächstes? Dann Backboard. Dann Backboard, Trepp ab. Links, hier. Backboard ist links, Trepp ab ist okay. Gut. Und dann? So, wie geht's weiter? Und 140 Schritte. Süd. Süd. Südost. Da. Wo ist Südost? Da, ja? Ist in Ordnung. 150 Schritte, jetzt aber schnell. Wir haben noch eine Minute Zeit. Noch mehr hier vor euch liegt. Wo denn? Haben wir noch was liegen lassen? Mehr. Guck mal, hier ist noch was, oder? Was kann man noch? Hier, die Stange, schnell. Vielleicht können wir die gebrauchen. Wir müssen einen Kreis finden. Die Buchstaben! Was ist mit denen? Die liegen da vorne. Die holen wir dann noch. Der Kreis ist gefunden. Fantastisch. Aber es müssen alle drin sein. Nur 15 Sekunden. Der zweite, schnell. Der dritte. Wo ist der vierte? Schnell! 8, 7, 6, 5. Jawohl, die Zeit steht. In allerletzter Sekunde. 14 Minuten und Sicherheit, bitte. Ich habe eben die Uhr. 14 Minuten, das macht nichts. 14 Minuten und 56 Sekunden. Das war wirklich in allerletzter Sekunde. So, natürlich, hier sind euch sicher. Eure letzten 10 Punkte. Das ist ganz toll. Klabautermann hat ja schon gesagt, wir sind Schiffbrüchige. Aber diese Sachen hier, die könnt ihr alle benutzen, um ein Schiff vielleicht auf uns aufmerksam zu machen, was uns retten könnte. Ja. Ja? Also ihr könnt machen damit, was ihr wollt. Und habt eine Minute Zeit, ja? Achtung, die Zeit läuft. Macht, was ihr könnt, damit das Schiff kommt. Da warte mal, das ist... Das auch? Macht, was ihr könnt, was euch einfällt. Ganz schnell. Was ist das denn? Kommt ihr noch fünf Bonus? Ja, er will. Was ist denn das? Feuer! Ja, guck mal hier. Schau mal. Vielleicht kannst du das anzünden. Vielleicht. Jawohl, noch 35 Sekunden. Ja, seht. Ein Schiff. Ein Schiff. Ein Rettungsschiff. Schnell. Macht es auch. Mach's auch. So, Feuer. Jawohl, jawohl, die Zeit steht. Es hat gehupt, es hat uns erkannt. Hervorragend. Wir werden gerettet. Der schickt ein kleines Boot. Wie sieht's denn aus? Puh, das war knapp. Aber immerhin, Gruppe 2 hat es geschafft. Während wir gerettet werden, könnt ihr ja noch raten. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh. So, da kommt das Boot mit Volldampf. Ja. Ja. Ja, immer noch besser, als auf dieser einsamen Insel hier zu verhungern, ne? Oder wolltet ihr gerne Robinson Crusoe sein? Ja, auch.
auch. Oha. So. Na, das ging ja noch mal gut. So, nichts wie weg. Jawohl. Gut. Ja, wir kommen nur so. Hopp. Ups. Okay, danke. So. Ja, moin, Peter. Moin, moin. Komm mal rein. Schönen hier. Dank für die prompte Rettung. Ja, ja. Ne? Ja. So, kann ich jetzt hier bleiben? Ja, ne? Kann ich jetzt hier bleiben. Was? So, warum seid ihr denn nicht mit dem großen Schiff gekommen? Ja, wir müssen im flachen Wasser, müssen wir immer das kleine Tochterboot nehmen. Das ist hier ein Wattengebiet mit Tide. Ja. Und wo wir mit dem großen nicht mehr hinkommen, dann nehmen wir dann das kleine. Na gut. Ja, okay. Dann gut. Ich werde jetzt das kleine Boot direkt drauf. Guck mal. Wie gut, dass wir nicht verletzt sind. Das wäre ich jetzt endgültig tot. Stadtrallye Bremerhaven, Lösungswort. Ja, also jetzt sind wir hier im Zoo am Meer in Bremerhaven. Und der heißt nicht nur Zoo am Meer, weil er direkt am Meer liegt, sondern weil in ihm ziemlich viele Tiere zu Hause sind, die aus nördlichen Ländern, aus nördlichen Regionen kommen und aus nördlichen Meeren. Jetzt können wir natürlich nur hoffen, dass die andere Gruppe auch alle Buchstaben gefunden hat. Denn bei uns fehlt ja leider einer. Aber dann können wir nämlich das Lösungswort viel besser raten. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo die sind. Ach, da kommen sie ja. Kommt mal eben da runter. Dann können wir nämlich gleich... Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Wie geht's? Gut. Hallo. Gut. Und wie ist es bei euch gelaufen? Ja. Habt ihr die letzte geschafft? Ja, wir haben alle Buchstaben. Geschafft? Ja, wir haben alle Buchstaben. Prima. Das ist ja toll. Gut, ne? Wollen wir ja, dann mal an den Speck hier. Auf das sich verdoppele. An das Fischfleisch. So. Oh, mal gucken. Einer fehlt, weil wir haben leider nur einen zu wenig. Das ja, haben wir eben gut. Schon. Kann ich mal die Fahnen haben? Oh ja, bitte, aber doch klar. Achtung, ihr habt 2 Minuten Zeit, ne? Und die Zeit läuft. Ja, Leuchtturm, Leuchtturm, Leuchtturm. Meine Güte, ja, das wollen wir aber sehen, ne? Rufen nützt nichts. Wir wollen mal sehen, ob das stimmt. Klar fehlt. Leuchtturm. Ja, das ist immer diese Ratefixies hier. Was denn? Das jawohl, okay, ah, klasse. Hervorragend, das stimmt. Ihr habt gebraucht 16,55 Sekunden. Der nächste Tag wurde spannend. Leuchttürme an Land gibt's ja jede Menge. Aber wir wollten einen Leuchtturm besuchen, der mitten im Meer liegt. Roter Sand. Und das nicht auf einem gewöhnlichen Schiff. Der Kompass ist immer fest und zeigt immer nach Norden. Kann man ja auch an der Rose sehen, da im Norden. Und wenn man jetzt irgendwo hinsteuern will, dann muss man immer das Schiff bewegen, wo er hin soll. So, dann setzt du den hier mal rauf, auf der Pinne. Und dann versuchst du das auch mal, ne? So, siehst du? Ne? So, und jetzt müssen wir sehen, dass wir jetzt nach... Wo müssen wir jetzt? Ja, ungefähr auf 310 Grad, da müssen wir hin, siehst du das? Ja, okay. Ne? Auf so einem alten Segelschiff muss jeder ran. Aber es macht natürlich auch mordsmäßig Spaß. Und dann wurden die Segel gesetzt, wie damals vor 120 Jahren, als die Grönland zur ersten deutschen Polarexpedition auslief. Jawohl, so. Steht er? Nach 5 Stunden war es dann soweit. Wir waren an unserem Ziel angelangt. Ja, da hinten haben wir jetzt den roten Sand. Das ist der Leuchtturm Roter Sand. Seht ihr den alle? Und Herr Ostermann, wie lange waren Sie da eigentlich Leuchtturmwärter? Ich war 10 Jahre als Leuchtturmwärter auf diesem Turm tätig. Wir haben uns alle 6 Wochen abgelöst. Dann durften wir 3 Wochen am Land sein. Und Roter Sand war eine Seenotwache. Wir hatten die Aufgabe, das Revier zu beobachten, ob Seenotzeichen gegeben wurden. Dann wurde von uns aus eine Rettungsaktion im Wege geleitet. Wir standen ständig in Verbindung mit Elbe-Weser Radio. Könnt ihr euch das vorstellen, 6 Wochen auf dem Turm zu leben hier? Nee, ich hätte keine Lust dazu. Ja, ich sitze einsam.
Warum nicht? Nichts los. Nichts los. Bis langweilig. Ist ja, langweilig? Wir hatten unsere Arbeit ja und langweilig konnte es schon sein im Herbst. Wenn es überhaupt richtig hell wurde, wenn die Nebelzeiten da waren, dann konnte er in die Decke schon mal auf den Kopf fahren. Dann war für uns ein richtiger Sturm schon eine Ablösung, also eine Abwechslung. Das war für uns urgemütlich. Ja, wir segeln jetzt so langsam wieder weg von unserem Leuchtturm Roter Sand gen Heimat. Und da wollen wir vielleicht uns mal die Ergebnisse bekannt geben, was wir alles so erfasst und ersegelt haben. Ja gut, 1260 Mark. Was wollt ihr denn machen mit eurem Gewinn? Wisst ihr das schon? So ungefähr? Hm? Wegfahren? Zelten oder sowas? Vielleicht mit einem Segelschiff. Das vielleicht mit einem Segelschiff, das wäre eine gute Idee. Ja. Und ihr habt 100 Punkte erspielt. Das macht 1000 Mark. Und? Was wollt ihr damit anfangen? Wir schaffen es fürs Volk T-Shirts an. T-Shirts für 1000 Mark? So viele? Na, ist ja gut. Immerhin. So mit extra Aufdruck, Vogtreff und so. Genau. Ah ja, okay. So ähnlich wie das hier auch für uns. Ja. Gut, prima. Dann wollen wir hoffen, dass wir noch eine schöne Reise haben. Bis zurück in den Heimathafen. Zurück nach Bremerhaven. Und dann müssen wir den Kindern zu Hause mal Tschüss sagen. Ne? Kinder zu Hause sind da. Tschüss. 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 Ahoi. Und dies sind die Namen der drei Hauptgewinner. Sven Hube aus Hemer, Ludwig Kerschel aus Hofstetten 4 und Bettina Höck aus Ravensburg. Herzlichen Glückwunsch. Die nächste Stadtrallye kommt übrigens heute in 14 Tagen, also am 15. Oktober. Und dann sind wir in Coburg zu Gast.